zeige euch jetzt, wie ich mein Team spiele, Chat. Wie ich es im Kopf habe, wie ich spielen möchte. Die beste Option, wie man spielen kann, in meinen Augen, und wie es werden könnte. So. Hier, Boudouin. Alexe. Alex. Sie ist die beste Spielerin der ganzen Welt. Also auf Real Talk Basis, sie ist wirklich die beste. Okay. Eva Melle, sie ist die beste. Ich glaube, gestern war es so, da hatten wir um 19 oder um 20 Uhr aufgeladen. Und also, wir haben Limit gewesen. Und dann konnten wir jetzt am Tag danach wieder um 20 Uhr aufladen. Und jetzt sind wir ja wieder so in dem Dreh, wo wir dann aufladen können. Jetzt müssen wir bis morgen wieder warten. Okay. Die gleiche Uhrzeit. So, rechtes Mittelfeld. Wer auf 84 ist, für. Wer ist das beste rechte Mittelfeld in-game? Auf 84 Gleiser, nee. Mbappé. Rechtes Mittelfeld? Ja. Salah in Form. Ja. Muss man Gold? Salah. Nein, ist der Beste. Ja, Salah ist wirklich krank. Birgit Prinz? Bitte lass es Paris. Sehr gut. Zikuc kann ZM spielen, Leute. Ja, das machst schon jetzt gewesen. Ich verstehe gar nicht, warum ihr Hansen so hoch feiert. Ey, das sagt, die ist geil. Ja. Sie ist aber 1,78, ist nicht mal so quirlig. Beweglichkeit 94, Ballons 75. In Form. Hat sie 5 Sterne Skills, ja? Ja, 5 für Eli Glück hat auch. Ich bin auch mit einer 84 dabei, Süle. Ham kann RF, stimmt. Aber Bruder, also Ham RF ist. Kannst du dir das jetzt kaufen, Eli, für 3,8? Ist nicht wasted, Ham. Glaubt ihr nicht, dass Ham so krass ist? Doch. Doch, aber auf Flügel ist. Also wenn du so Flügel nein, nein, hast, ich versuche gerade die Anfangsformation. Ist nicht gut. Da kann noch ein Bär sein. Ja, aber es ist sehr schön. Bär ist gerade special. Und sonst eigentlich niemand. Digga, sie ist die beste von allen, ne? Karshawi. Karshawi. Ja, Karshawi ist so gut. Bruder, sie ist die allerbeste, ist so der Linksverteidiger. Mädchen. Digga, die ist so am Mann. Von PSG, dein Form? Ja, aber sie ist so krass. Sie ist so krass. Ist sie das? Sie ist 1,60. Aber können die in-game mithalten? Also, wenn ja, die sind richtig gut sogar. Auch IVs zum Beispiel. Gibt es gute IVs mit so 80 Tempo, 85 Tempo? Außenverteidiger und vorne kannst du die gut spielen. Ach, Bruder, Mexiko. Wer bin soll, so gespannt aufs Gameplay. So eine Scheiße, nur. Wer soll der Partner von Puter sein? Ramirez. Sie ist gesetzt. Sie ist gesetzt bei dir? Puter ist gesetzt. Sie, hat, Ramirez, sie ist die Beste von allen. Ey, das hast du mal Ginola gespielt? Nein, Bruder. Noch nicht. Ich überlege, ich weiß nicht, ob Hullet es ist. Es ist voll offen. Boah, Edith, du brauchst Hullet. Ja, ihr braucht auch einen, um den abzustoßen. Wir haben schon einen. Ich weiß nicht, ob Ramirez es ist, Edos. Ja. Aber ist die gut, die Chaya? Nee. Es gibt Katamoto. Ja. Was hat denn Hullet hier für Sachen? Er hat Lupfer, er hat Powerschuss, er hat Power-Kopfball, er hat Raserei und er hat in der Luft. Da gibt es doch noch eine gute von Barca, oder? Ja, ich weiß nicht, ob sie es ist. Ich überlege, diese französische Icon zu spielen, die Frauen-Icon. Abelie. Welche? Warum ist das heute so, Chat? Warum stimmt es heute nicht mit diesem Logo? ZM, oder wie viel hast du auf dem Tacho, Eli? Ja, nicht viel, aber ich kriege ja noch ein bisschen. Sie hat akrobatisch, das ist ja schon wieder Quatsch. Hier, meint die hier, ne? Aber also, sie ist die gefakte Boeta. Kannst du spielen. Und sie hat nicht 5 Sterne. Abschluss 91, Schusskraft 69. Hey. Elos, was sagst du zu Vera? Neben Puter? Oh nein, du und dein Vera. Er ist auch eine Kanadierin. Warte, kann Philipp Lahm ZDM spielen? Nee, das geht wieder los. Dann hast du dein Spieler. Ich habe Angebote für 5 Millionen beim. War nichts zu machen? Sinne, ich habe heute überlegt. Aber Vieira ist auch eine Kanallegende. Er ist auch eine Kanallegende, Chat. Ihr wisst es besser als ich. Er ist der unsympathische Sechser. Mit Knöchelschutz. Schienbeinschoner ganz weit unten. Vergisst immer seine Badelatschen und Shampoo und nimmt immer von den anderen. Putzt sich einmal in der Woche die Zähne und ist immer richtig gemein zu den Leuten. 40 cm, hat ein Einzelzimmer als einziges bei Auswärtsfahrten. Er ist immer da. Ja, er ist einfach so. Alle haben Angst vor ihm auch. Ich weiß halt nicht, ob Puter und Vieira sich gut verstehen. Puter und Dingsa und R9 sind Best Friends, wirklich. Die tanzen immer zu Bailando und so in der Kabine hier, die machen immer diese lockere, das hier, die machen immer so eine Lieder an, hier. Das ist einer der Lieblingslieder von denen. Die machen immer so eine Musik. Okay, und dann kommt Vera immer, macht aus und guckt die so an. Ja, macht immer, das ist richtig gemein. Putea letztens beim Friseur gewesen, ja, Extensions, alles neu gemacht, 500 Euro, Echthaar, nicht diese Billig-Scheiße. Fragt Vera, und wie findest du, sieht's aus? Vera sagt, sieht scheiße aus, wer gibt dafür 500 Euro aus? Putea geht weit weg, kann ich auch nichts dafür. Ja, er wird aber mein Kapitän sein, weil er so richtig unsympathisch ist. Ja, und dann machen die wieder, dann geht er und die machen wieder an. Ramirez ist es. Auch mal Abwechslung reinbringen, Tradition brechen. Nein, am Anfang muss ich Vieira spielen. Ich bringe hier schon ein bisschen Abwechslung rein. Indem ich Hem spiele, Puteas und Ginolski spiele ich auch nicht von Anfang an. Aber also sonst hatte ich immer, ich hatte Pelé, Neymar, Krisch, die habe ich immer gespielt am Anfang. Aber es gibt zwei, drei, die müssen rein.
Und das ist Mbappé, das ist auf jeden Fall R9. Es gab diese Dreierklicke. R9, Hullet und Vieira. Die drei haben immer zusammen gechillt. Innenverteidiger gibt es so krass viele Optionen. Kannst du so viel zocken in der IV? Ich finde halt, Maldini sieht krank aus. Der hat Grätscher, ne? Ja. Er hat nur drei Playstyles. Was hat Lucio? Er hat Block, oh mein Gott. Ja, Lucio muss rein. Und der zweite, ich sag, dieser ist krass. Und den habe ich schon, der ist halt so voll. Der ist halt wie so ein Stein, ne? 65 Pass ist der Wirt. Er hat 74 Pass. Kann da auch so ein Eder Militao hinhauen, ne? Das macht den Kohl nicht mal fett. Ich weiß aber nicht, ob es mir leisten kann, das Team, ne? Letztendlich, ich sag, ich kann mir Hem niemals leisten. Ich kann mir das Team nicht leisten mit Hem. Rechtsverteidiger kannst du auch hinkloppen, was du willst. Da muss man nicht viel Geld ausgeben. Ich kann mir auch auf Eder Ferdi holen. Soll ich mir Ferdi holen? Musti? Ja? Soll ich mir Ferdi holen als RV? Nein. Warum? Digga, wie? Das ist für eine Frage. Nicht? Ist er nicht gut? Ist nicht so dein, ist es nicht so dein Landsmann, so von wegen, okay, diese Locke? Egal, der steht bei Fender, niemals. Okay. Bull, Bull, ich schwöre, kann sein Top 3 RV auf ganze Welt. Top Welt, ja. Ey, die Rechtsverteidiger in dem Spiel sind voll kacke alle. Danke, Bro. Also, Real Talk. Eli, machst du mit? Nee, oder? Letztes Jahr war noch einer dabei, ne? Oh mein Gott, oh, PG86. Kein Rechtsverteidiger. Bitte. Außer Walker hat 90 Pace und Hakimi. Hakimi und Walker sind die einzigen, die so, also mit defensiv gut auch. Es gibt nur zwei, die 90 oder über 90 haben: Hakimi und Walker. Cafu. Was ist das höchste? 86. Frimpong ist auch schon. Rashford! 85er Rashford! Ganz stark, Digga, aber es langt nicht. Ah, warte mal, RAV. Ja, stell später drauf, komm. Preislich haben wir doch gesagt, oder? Nee, haben wir nicht. Ja. Hast du auch 86er? Oder die? Ja. Hem Offcam? Nee, Hem kann eher. Die kann rechts spielen. Oh, ich muss Hakimi spielen, ihr habt recht. Wie ist Deutschland? Ich habe jetzt ein Spiel mit denen gemacht, da hat aber 10er-Pack gemacht. Ja. Division 10. Ist das nicht? Ja, nee, dann ist scheiße, oder? Den am Schuh der Zimbo. Ist ja bestimmt krass. Eine Minute durchschnitt. Leute, scheiße, stimmt. Der Leute ist schlecht. Ja, genau, wo ich England zwischen 80 TV und Ding wählen konnte. Ja, er hat gewonnen. Ende! Oder wartet? Wartet? Aber dann ist Puteas voll, ne? Wenn hier, weil sie ist die wichtigste, Chat. Sie hat mir die Welt gezeigt. Puteas hat mir erst die Augen geöffnet, Chat. Ja, die einzige Spanierin, also voll. Also das Team wär's, aber ich weiß nicht, ob ich es mir leisten kann. Da würde ich in-game so hier spielen. Ich weiß halt nicht, wie Hem ist. Also wenn sie es nicht ist, dann flippe ich aus. Ginolski ist halt brutal. Auf Außen mit Mbappé. Der Stegen könnte ich auch im Tor machen, ja, das stimmt. Aber war Hem nicht die mit den heftigen Powerschüssen? Das war sie, aber die sind schwieriger, als es aussieht. Außerdem gegen gute Gegner, wenn du nicht so viel Zeit hast, wird es, glaube ich, schwierig. 17 bis 19 Millionen Coins. Sturm. Nee, ich glaube nicht, dass die 7 Millionen kosten wird am Ende. Die wird zwischen 3 und 4 bleiben, weil niemand weiß so, wie ist das? Bla bla. R9 wird auf 10 hochgehen. Klare Kiste, der ist besser als letztes Jahr von den Werten her. Er hat halt nicht seine Frisur, das bricht mich. So, ich weiß nicht, wie viel mir hier fehlt. Digga, das Team ist schon 1 Million, 2 Millionen, 4 Millionen, 6, 9, 11, 12, ja, sag mal 12. So 12 Millionen Coins fehlen mir. Ich habe eine. Ich glaube nicht, dass ich mir das leisten kann. Everything.